Hallo, das ist mein Reisebericht von meiner ersten Ayurveda-Kur von den Akita Beach Ayurveda Resort. Dann schauen wir uns mal an, wo ich da die letzten 14 Tage verbracht habe und wie es hier aussieht, was einen hier erwartet. Ich persönlich habe die letzten 14 Tage einfach genial gefunden und man merkt es möglicherweise an meinem Strahlen, dass es mir extrem gut geht, da die Behandlungen hier im Resort einfach ein Traum sind. Und nicht nur die Behandlungen, sondern auch das Essen und auch die ganze Anlage finde ich persönlich extrem cool, aber das werdet ihr ja selbst gleich sehen können. Wir sehen hier die Empfangshalle und das Office. Hier gibt es auch Internet für alle diejenigen, die immer wieder mal zu Hause anrufen möchten oder up to date bleiben. Und dann geht es schon hinein in die Anlage, die meiner Meinung nach extrem cool aufgebaut ist. Hier geht es zu den Villen, wo man entweder eine Villa für sich allein hat oder solche Doppelvillen wie in einer, wie ich wohne. Und wir schauen uns da jetzt gleich mal an, wo es da zum Pool geht. Das wird unsere erste Station sein, weil wir befinden uns ja hier direkt am Meer. Aber es gibt ihm halt auch einen extrem coolen Pool, den man hier nutzen kann. Und den wollen wir uns gleich als erstes ansehen. Wie man sieht, die Anlage ist extrem grün, extrem schön. Die Palmen wundervoll. Und wir machen da unerlaubterweise eine Abkürzung durch die Wiese, um da schneller zum Pool zu kommen, wo ich, wie ich gerade sehe, auch aktuell jemand schwimmt. Es sind hier 40 Gebäude, also 40 so Wohnungen, das heißt so circa, wenn alle Personen da sind, dann sind 80 Kunden anwesend. Also sehr, sehr klein, sehr beschaulich. Und aktuell haben wir die Monsunzeit, das heißt die Regensaison. Und mir persönlich macht das überhaupt nichts, wenn es da ein bisschen regnet. Mir ist das sogar lieber, persönlich lieber, als wenn immer die Sonne scheinen würde und es eine Hitze gibt. Und auch für den Erfolg der Behandlungen ist dieses Wetter halt genau ideal. Also Juni, Juli, August ist halt diese regenstarke Zeit in Indien. Und wenn du da wegen einer Ayurveda-Kur kommen möchtest, dann ist das genau das Richtige für dich. Und wir sehen hier diesen coolen Pool, der hier extrem schön ist, eine gute Anlage ist und einfach auch ein Traum. Ich bin selber einige Male darin geschwommen. Dann gehen wir zurück und schauen uns den Rest an. Dort hinten hört man ja möglicherweise auch schon das Meer rauschen. Das Meer schauen wir uns am Ende an. Jetzt schauen wir zurück zu einem... Oh, man sieht, wie wundervoll die Anlage ist. Alles so schön grün. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der mal sich ausgepowert fühlt, der gesundheitliche Themen oder Probleme hat, sich darüber zu informieren, wie ihm Ayurveda da weiterhelfen kann. Die Ayurveda-Heilkunst, da geht es eben um Behandlungen, um Ernährung und natürlich auch Heilkräuter, indische Heilkräuter. Gut, mir selbst haben die letzten 14 Tage extrem gut getan. Ich habe da auch ohne Internet besser abschalten können. Und es ist immer schön, da täglich dann halt auch ein Programm zu haben. Es fängt in der Früh schon an mit der Meditation und mit Yoga und geht es dann weiter mit den Behandlungen. Und am Nachmittag gibt es dann wieder für die Leute, die möchten, Yoga und natürlich auch andere Veranstaltungen wie Showkochen oder Ayurveda-Kochkurs und Informationsabende. Auch zum Thema Yoga gibt es da eigene Informationstage. Das sind die
Hütten, wo man auch im Internet surfen kann und sich natürlich auch mit anderen Personen, die hier auch Urlaub machen bzw. eine Kur absolvieren, unterhalten und kennenlernen. Dort hinten siehst du das Yoga Center, wo eben die ganzen Veranstaltungen und Yoga-Sitzungen stattfinden. Und jetzt geht es in die Küche, in den Essbereich, wo man je nachdem, welcher Typ das man ist, gibt ja drei verschiedene Typen, dann von der Ärztin das verschrieben bekommt, was man essen darf und was nicht. Und je nachdem, welcher Typ man ist, kann man dann sein Essen auswählen und das schmeckt besonders lecker. Also auch Leute, die es gewohnt sind, Fleisch zu essen, werden hier in den 14 Tagen oder 3 Wochen, je nachdem wie lange man hier bleibt, auf ihre Kosten kommen und denen wird das Fleisch überhaupt nicht fehlen. Und auch hier ein super Ambiente und ein extrem freundliches Personal. Alle Mitarbeiter hier sind extrem freundlich und zuvorkommend. Und hier sieht man jetzt aktuell noch nichts aufgetischt, weil jetzt ja gerade nicht Essenszeit ist. Aber man sieht da, je nachdem, welcher Essenstyp das man ist, kann man da aus diesen Behältern dann auswählen. Und das Essen schmeckt einfach gut. Eigentlich wollte ich ein, zwei Kilo abnehmen, was auch leicht möglich ist, wenn man so eine Ayurveda-Kur macht. Das braucht man nur bei der Ärztin bekannt geben. Man kann natürlich auch mehr abnehmen, aber dann hat das Essen so gut geschmeckt und ich habe mir gedacht, okay, das kann ich dann zu Hause auch machen. Wenn man dann ins Ayurveda Center kommt, das ist dann außerhalb, dann hat man dann eine Erstkonsultation mit der Ärztin, mit zwei Ärzten und dann wird ein individuelles Programm erstellt, eben basierend auf Ernährung, ayurvedischer Medizin und natürlich dann auch den Behandlungen. Und wenn man mit anderen Gästen hier spricht, dann erkennt man sofort, dass hier jeder eine individuelle Behandlung bekommt, je nachdem, was halt für die jeweilige Person das Thema ist und was für die jeweilige Person relevant ist. Und das nach den Behandlungen, es ist täglich 2 Stunden, wo man massiert wird und die Behandlungen bekommt. Und es ist extrem entspannend und auch danach sollte man optimalerweise noch ein bisschen rasten. Und deswegen auch sind so lange Sonnenbäder oder irgendwelche extremen sportlichen Aktivitäten da zu den Behandlungen dann eher kontraproduktiv. Da geht es jetzt nach hinten zu meiner Villa und zu meiner Hängeschaukel und zurück zu den Behandlungen. Wie gesagt, jeden Tag gibt es dann diese Massagen, die dann sehr viel mit Öl gemacht werden und den einen oder anderen Tag bekommt man dann auch einen kleinen Einlauf. Das sind so 80 Milliliter, die man dann hineinbekommt, auch ein Öl, das halt nachher den Darm auch reinigt und auch nicht unangenehm ist. Und so auf alle Fälle, die ganzen 14 Tage haben mir persönlich sehr gut getan und ich kann es an jedem nur empfehlen, sich da mal Gedanken zu machen, sich zu informieren über Ayurveda, was das Ganze kann und das einfach einmal auszuprobieren und zu erleben. Ich habe gehört, dass das Ressort nächstes Jahr im März zum Beispiel schon total ausgebucht ist, jetzt aktuell in der Monsunzeit, wo es jetzt öfters wieder regnet, sind weniger Leute hier, was ich persönlich angenehmer finde, dass es ein bisschen ruhiger ist und natürlich wirken dann halt eben auch bei diesem Klima die Behandlungen viel besser. So, jetzt kommen wir schon zu meinem Häuschen. Hier ist auch die Hängematte, in der man sich es bequem machen kann nach den Behandlungen. Und dort, also da haben wir die Hängematte
Und dort draußen sieht man schon das Meer und hört man auch schon das Meer. Und es sind 150 Meter und man ist am Meer. Und hier ist jetzt nun meine Hütte und mein Zimmer. Man sieht auch dort hinten Kokosnuss. Trink, die es hier auch, die hier auch besonders lecker sind. Moment. Und es ist jetzt schon leer getrunken, aber das ist halt einmal echtes Kokoswasser und das schmeckt man auch den Unterschied. Und jetzt schauen wir dann rein, wie es da mit den Räumlichkeiten aussieht, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Und wenn wir da schauen jetzt, wir sind ja heute am Abreisetag und da wurde dann das Zimmer noch einmal ganz besonders hergerichtet. Und wenn wir dann noch weiter schauen, dann haben wir hier die sanitären Einrichtungen mit der Dusche. Also alles sehr schön eingerichtet. Und dann schauen wir uns noch an, die paar Meter noch bis zum Meer. Und dann haben wir eigentlich schon den Großteil der Anlage hier gesehen, bis auf die Behandlungen, die hinten im anderen Trakt stattfinden, wo ich jetzt leider nicht filmen kann. Und da gibt es 16 Behandlungsräume, also auch sehr, sehr groß. Und das ist einfach ein Traum, so eine Ölmassage mal zu bekommen oder so einen Ölguss. Und vor allem der Stirnguss, da wird einem nachher das Öl direkt über die Stirn geleert, über einen längeren Zeitraum, ist einfach ein Erlebnis, das man mal haben sollte und extrem entspannend. Und ich kann nur sagen, jeder, der hierher kommt, wird verändert, wie ausgewechselt, wieder nach Hause kommen und dieses Ayurveda dann auch öfter machen wollen. Da sieht man, da war heute ein Vortrag zum Thema Ayurveda. Und da sind wir jetzt am Meer. Und auch hier kann man sich die Strandliegen ganz einfach nehmen und die Kraft des Meeres genießen. Also zusammengefasst. Mir hat es extrem gut getan und wenn auch du überlegst, eine Ayurveda-Kur zu machen, dann kann ich dir diese Anlage, die Nakita Beach Ayurveda Resort, nur wärmstens empfehlen. Schau auf dich, genieße dein Leben und gönn dir auch mal was Schönes. Liebe Grüße aus dem Paradies.